Die Frage, was die größten Baustellen sind, ich will jetzt auch nicht schwarz malen, das sind jetzt nicht die allergrößten Baustellen hier, aber es sind einige Dinge, die wir einfach optimiert haben wollen. Wir haben das Gefühl, dass die Hotelanlage mehr Möglichkeiten bietet, eine Separierung bei Mahlzeiten zu ermöglichen. Es sind hier nicht alle Restaurants geöffnet im Sinne von, dass alle Mannschaften komplett sich nicht begegnen bei den Mahlzeiten. Es ist so, dass wir da glauben, dass wir da mit Nachdruck arbeitend noch weitere Räumlichkeiten öffnen und erweitern können für uns, um einfach da in dem Bereich auch das Risiko weiter zu minimieren. Zudem, das habe ich vorher auch schon in den Medien gesagt, dass wir hier auch einige Leute sehen, die zwar akkreditiert sind und die hier mitarbeiten, wir aber noch nicht genau wissen, in welcher Funktion die da sind. Und gerade bei einigen dieser Einheimischen hier haben wir das Gefühl, dass es dann doch mal ein bisschen leichter fällt, auch die Maske nur ans Kinn zu nehmen. Und das haben wir auch schon gemeldet, weil wir da einfach gesagt haben, klar, das haben wir bisher nur draußen in den Gartenanlagen wahrgenommen, aber auch da haben wir für unsere Mannschaft und ist ja auch im Hygienekonzept beschriftet, dass wir im Hotel eine Maskenpflicht haben. Da gibt es Verbesserungspotenzial. Das wird da eine Aufmerksamkeitslenkung sein, dass da Hotelangestellte und IHF neben den Nationalverbänden einfach immer wieder darauf hinweisen, dass wenn irgendwas wahrgenommen wird, das sofort auch im Prinzip moniert wird. Und deswegen wird es sicherlich in den nächsten Tagen noch ein erhöhtes Risiko geben. Und das Risiko wird dann, wenn die Veranstaltung läuft und die Bubble geschlossen ist, von Tag zu Tag geringer werden. Ich glaube, ganz ausblenden kann man es nie, weil das schon sehr, sehr präsent ist. Man kriegt zwar die ganze Zeit mit, dass irgendwo was ist. Jetzt mussten, glaube ich, zwei Mannschaften ihre Teilnahme darauf verzichten oder können nicht teilnehmen. Dann gibt es wieder neue Mannschaften, die dazukommen. Natürlich, irgendwie kriegt man das alles mit.